Ihr, die euer Wissen nicht nur aus elektronischen Geräten beziehen, sondern den Mut aufbrachten, ein Buch aufzureißen, kratzten bestimmt am Begriff Kafka. Dieser ist der Nachname eines tschechisch-deutschen Autoren, dem man die Eigenschaften der verzweifelten Minderwertigkeit zuschreibt. Und zu meiner Schande kannte ich nur eine Geschichte, parodiert verarbeitet in einer Simpsons-Horrorshow-Ausgabe. Franz Kafka wurde 1883 in Bergstadt geboren, einer kleinen Gegend in Prag, wo er mit seinen Geschwistern in einer jüdischen Familie groß wurde. Es war die Zeit, in der die Aschkenaten, sprich Deutschjuden, immer mehr den talmudischen Gesetzen Befremdlichkeit schenkten und offener für die der Nation wurden, und die, die einen jungen Mann zwischen charidistischen Traditionen sowohl auch dem Ansehen eines angepassten Staatsbürger stellten. Doch unvermeidlich ist's als Schreiber damals von solchen sagenumwogenen Novellen nicht beflügelt zu sein. Immerhin hat der griechische Meeresgott Poseidon in seiner Literatur einen Posten als Bürokrat. All die Fantasie war nicht nur Wirklichkeitsausgleichen, sondern ebenso alltägliche Selbstterminationen, die in seinem Geist innehält. Beschreibt es einen Strick, der ihn durch seine ganze Wohnung zieht, oder das Bedürfnis, ins Wasser zu springen, weil es ihm die Person sagt, die die Anreize für solche Mechanismen gibt im Unterbewusstsein, nämlich Gevatter Hermann Kafka. Da fiel einem der Vergleich als europäisches Gegenstück zu H.P. Lovecraft unweigerlich ein, das vormundliche Widerfahren seelischer Misshandlung. Er verschmäht Sex, hat's daraufhin mit den Frauen nur kurz ausgehalten. Die Existenz ergibt kaum wirklich Sinn seinerseits, nur dass unser fragiler Franz es nicht nur beim Nihilismus belässt, sondern weniger als das Nichts, sich immer wieder auf die Suche nach der Erniedrigung macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin kein Kafkaphoniker. Ist es dann noch eine Kuriosität, falls einer veröffentlichungsscheu wird mit solchen mentalen Plagen? Ein Glück um die Publik der Werke, dass er einen Freund hatte, der den Eid brach, es nicht zu einem Verleger zu tragen, nachdem der Schreiber starb. Ab hier knacken die kreativen Knöchel des Comic. Passende Lebenssituationen werden durch traumatische Komplexe beschrieben. Rezeptiert wird dabei eine Mixtur aus Bilderbuch und Comic des berühmten Untergrundgrafiker Robert Crumb, welcher viel für die Unabhängigkeit der Comics tat. Die zittrigen, schriftnahen Linien, die er zieht, könnten die Nachrichten erhalten: Ich bin nichts wert. Einteilung unterstand dem renommierten Davidzahn Meyrowitz, der seine Hände an anderen Kafka-Comics hatte. An dieses Schmuckstück gelangt er durch zwei Editionen in Deutschland. Einmal Kafka kurz und knapp im Harteinband vom Verlag 2001 oder im weichen Einband zu derselben Dimension von Reprodukt. Fazit: Wieder so etwas, mit dem man gut einfache Bücherliebhaber ans Ufer der Graphic Novel ziehen kann.